So, es geht weiter mit der Debatte über die Digitalpolitik in Deutschland. Wohin entwickelt sich die Digitalpolitik nach dem Scheitern der Sondierungsgespräche der, ja, Jamaika-Koalition, die es hätte werden sollen? Und ich habe ja bei CIO Curator Live da schon einige Gespräche geführt. Und mein heutiger Gast ist Frank Michner. Der ist nicht nur Kommunikationsberater, sondern kennt sich natürlich auch, da in OWL stationiert ist, mit der Mittelstandspolitik sehr gut aus. Und ja, wir werden mit ihm darüber sprechen, wie es jetzt weitergeht, und ja, wie seine Bilanz ausschaut, ob wir jetzt halt mit der Verzögerung einer Regierungsbildung oder womöglich Neuwahlen oder eine Wiederauflage der schwarz-roten Koalition in der Digitalisierung uns weiter noch ins Hintertreffen geraten. Und ja, schönen guten Morgen. Lieber Frank, wie ist deine Einschätzung? Wie geht's weiter in der Digitalpolitik? Guten Morgen, Gunnar. Also ich glaube, dass es genauso schleppend weitergeht, wie es angefangen hat. Also wir haben ja die Situation, dass die GroKo nun auch in den vergangenen Jahren nicht sehr viel auf den Weg gebracht hat. Und im Augenblick erleben wir, dass man wieder sehr viel mit sich selbst beschäftigt ist. Man muss sich ja als Wähler fast entschuldigen. Wir müssen also ja wirklich sagen, Jan-Josef Liefers hat das sehr gut gebracht. Er hat sich also öffentlich entschuldigt und hat gesagt, Entschuldigung, dass wir so ein schlechtes Wahlergebnis abgeliefert haben. Dem muss man sich anschließen, weil es scheint so, dass unsere Berufspolitiker allein mit der Situation Regierungsbildung, ihrem eigentlich originären Auftrag überfordert sind. Nun frage ich mich, wenn ich dieses wichtige Thema nehme, was hat denn das Schnipsel Digitales da zu suchen? Und ich erlebe im Augenblick, dass wir im Land, ich nehme jetzt mal Nordrhein-Westfalen, am OWL hat ein bisschen gepennt, wir haben uns das digitale Hub selbst versaut. An Stellen Hubs entstehen. Ich sehe da die Kölner Region, die sich im Augenblick sehr viel, herzliche Grüße nach Köln, nur noch mit sich selbst beschäftigt. Ich sehe mit viel Erwartung Richtung Münster, hoffe, dass man dort erkennt, dass eben dieses Kirchturmdenken nicht das ist. Das hatten wir schon mal von den Tischen. Aber ich erkenne in der Bundespolitik überhaupt gar keinen Ansatz für irgendeine Veränderung im Bereich Digitalisierung. Einen digitalen Minister zu küren. Wir hatten ja schon die Kombination zwischen Straßenbau und Digitalen mit Herrn Dobrindt. Das war ja schon ein ziemlich Stück Shit, was da passiert ist. Und jetzt frage ich mich, wo soll denn die Kompetenz herkommen? Und es ist eben so, dass ich auf der anderen Seite hier auf dem Land sitze in OWL und feststelle, dass wir uns super prächtig entwickeln, dass wir in vielen Bereichen klasse sind, dass wir aber immer wieder nur eins tun. Wir sagen, oh, die Leute müssen in die Metropole, weil da ist das Digitale. Da machen wir dann moderne Käfighaltung für teure Mietpreise. Und dann ist da das Digitale und auf dem Land passiert gar nichts. Und ich glaube, uns fehlt in dem ganzen Rahmen Digitalisierung im Augenblick die bundesweite Lösung, der Weitblick und der Ansatz, endlich mal bundesweit zu reden, zu planen und zu entwickeln. Ja, es gibt ja genügend Themen, die mit der Digitalisierung im Raum stehen, von der Umgestaltung der Stadtplanung, also die Ansätze, die beispielsweise Jörg Heynckes in Wuppertal verfolgt, die Organisation der Mobilitätswende, was natürlich automatisch auch die ländlichen Regionen wieder stärken würde. Die Äußerung, die hier der SPD-Bundestagsabgeordnete in Bonn gemacht hatte, der sagte, ja, Coworking mal ganz anders denken, mehr in die Fläche zu bringen, also in dezentral, also wirklich in ländlichen Regionen auch, weil wir ja, sag mal, das Ausbluten der ländlichen Regionen ja nicht nur in Ostdeutschland erleben, sondern ja mittlerweile auch in anderen Teilen Deutschlands. Aber du hast ja recht, in den digitalpolitischen Debatten hört man eigentlich von den Akteuren, die sich dann selber feiern, beispielsweise in den Digital Hubs, gar nichts. Null. Nichts. Gar Richtig. nichts. Ja, aber das Problem ist ja auch die Politik. Also das heißt, bei der Politik habe ich immer das Problem, es hört dann bei der Unterscheidung zwischen Glasfaser und Kupferkabel auf. Also ich glaube, in der Politik ist man mittlerweile so weit. Ich sage in meinen Vorträgen und Impulsen immer, ja, wir versuchen 4.0 in der Industrie, Politik sind wir bei 1.1, und die unterscheiden gerade Glasfaser von Kupfer und die sind froh, wenn die den Menschen erzählen, wir legen das jetzt in die Erde. Was damit passiert, wissen die selber nicht. Und ich weiß, dass ich da gerade sehr ungerecht bin, aber in beiden Teilen ist es wirklich so. Und da müssen wir mal drüber nachdenken. Und wenn es uns nicht gelingt, das flächendeckend anzugehen, das Thema, und endlich Konzepte zu entwickeln, die sich vom Kabel wegentwickeln, hin zu den Menschen, dann werden wir dauerhaft Digitalisierung verlieren. Das ist so. Ja, und ich weiß gar nicht, wie viel oft sollen sich die Leute noch vor die Leute oder wie oft willst du dich noch vor die Leute stellen und erzählen, wir brauchen Veränderung jetzt,
ist ja vollkommen lachhaft. Also ich bitte dich, du hast letztens 9 Jahre Facebook gefeiert und ich habe geschrieben, oh, 9 Jahre Disruption, das bewegt sich mit der Geschwindigkeit eines Gletschers, was wir als Disruption in Deutschland erleben. Und in anderen Ländern läuft man uns weg. Also das ist unglaublich. Naja, blicken wir nochmal ein bisschen auf das Berliner Geschehen, denn darüber wollen wir uns ja auch unterhalten, ob wir jetzt, sag mal, in so eine lebende Tatenlosigkeit geraten. Interessant ist natürlich, dass bei den ganzen Streitereien, die dann thematisiert wurden, Digitalisierung überhaupt nicht vorkam. Selbst in dem Statement von der FDP, je mehr übrigens rauskommt von den Sondierungsgesprächen, desto klarer wird, dass, ich will mal jetzt nicht sagen, Lindner gelogen hat, aber die Geschichte doch arg verzerrt, wenn man sieht, wie man ihm entgegengekommen ist bei der Soli-Geschichte. Er sagt, das sei ein CDU-Vorschlag. Naja, die CDU hat in ihrem Wahlprogramm 4 Milliarden vorgesehen und dann so ein Stufending. Und dem Lindner sollten dann, glaube ich, über 13 Milliarden zugesichert sein. Also ist es nicht das CDU-Modell. In der Flüchtlingsfrage komischerweise, dass also so eine Bürgerrechtspartei, dass dann quasi nach der Entscheidung von Merkel die Humanität in den Vordergrund zu stellen und vor allen Dingen die Flüchtlinge aus Syrien stärker reinzulassen in Deutschland, dass da ab da die harte Linie von Lindner anfing, sich abzugrenzen von Merkel, dass das jetzt sogar noch ein großes Thema dann in den Sondierungsgesprächen war. Aber auch da sind Grüne und Unionsparteien der FDP entgegengekommen. Dann können wir noch ein paar andere Felder bringen. In der Bildungspolitik das föderale Prinzip auszuhebeln, von einem Ministerpräsidenten wie Seehofer zu verlangen, ist so mal eine schwierige Kiste. Da kann ich verstehen, denn dass ein Ministerpräsident sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Aber ich glaube, das wäre jetzt auch nicht die zentrale Frage gewesen. Aber von Digitalisierung hat man nichts gehört. Nein, also für mich ist da sind da ein paar Dinge erschreckend. Das eine ist, dass die SPD sich komplett verabschiedet hat in die Opposition und ja auch nur mit sich selbst beschäftigt ist. Also man klärt in sich, wie man sich jetzt organisiert, man will sich reformieren. Jetzt kommt der Herr Steinmeier und sagt, nee, das ist aber nicht gut. Seit gestern ist man in schwerer Unruhe, angefangen von Johannes Kahrs, weiter über viele andere, dass man jetzt doch feststellt, dass man irgendeine Verantwortung hat. Oh Wunder, man hat eine Verantwortung auch bei der SPD. Das vermisst man seit Jahren. Für mich sind sie seit Jahren eine Konstante, weil ich immer wieder Wetten gewinne, dass ich sage, sie zerstören sich 8 Wochen vor der Wahl selbst. Das machen sie zuverlässig wie ein Uhrwerk. Gerade machen sie das wieder. Sie haben gerade erklärt, wir machen keine große Koalition. Jetzt machen sie sie doch. Ich bin gespannt, wo der Herr Schulz mit seinem Zug nach nirgendwo demnächst hinfährt. Vielleicht nimmt der Frau Nahles mit, ich weiß es nicht. Wenn wir in die Partei reingucken, in die FDP, dann muss ich leider feststellen, dass die FDP eine Klientelpartei ist und auch nur mit sich selbst und allen möglichen Themen beschäftigt ist und dass das, was sie gerade gemacht haben, keine Koalitionsverhandlungen waren, sondern Störfeier und Aufmerksamkeit gewinnen. Und die FDP ist nun alles andere als digital. Was mich dann erstaunt ist und was ich bemerkenswert und toll finde und sage Daumen hoch, ist die Bereitschaft der Grünen, sich zu verbiegen und sich zu engagieren. Und da habe ich komischerweise dann bei den Grünen mehr digitalen Ansatz als bei allen anderen gefunden. Und bei der CSU habe ich seit Jahren das Problem, dass ich sage, ich möchte mich ungern von Bayern regieren lassen. Und ich verstehe bis heute nicht, warum wir einer Provinzpartei eine solche Bedeutung zu messen in diesem Land. Aber das ist ein anderes Blatt. Du, das ist ein altes Thema seit Strauß, ja. Aber wie gesagt, es ist in der Tat so, Digitalisierung hat bei den Verhandlungen von Jamaika, das ist ja auch mehr Urlaub, Sonne und Erholung, auch nichts zu suchen gehabt. Also da hast du nichts gefunden und das ist für mich das Erschreckende. Also entweder müssen wir uns unsere Filterblase aufstechen und sagen, die muss weg, weil wir uns digital viel zu wichtig nehmen, was ich nicht glaube, wenn ich an die Entwicklungen weltweit denke. Aber wir erleben gerade, dass Politik komplett den Anschluss an die Entwicklung der Zeit verliert. Gehen wir vielleicht nochmal auf die FDP-Position ein. Also ich habe jetzt auch nochmal so einige Dinge gelesen, auch in der Autobiografie von Lindner. Ich glaube, dass es einfach nur alter Wein in neuen Schläuchen ist. Also dass du sagtest, dass das die alte Klientelpartei ist. Ich glaube sogar, er ist zurückgefallen sogar in den Positionen,
von Genscher und Lambsdorff. Also er ist hinter Lambsdorff gefallen, weil er das Ganze noch konnotiert mit einem reaktionären nationalliberalen Denken, was man sag mal in den 50er Jahren hatte. Und da glaube ich, dass man schon auch genauer hinschauen muss, dass das, was sag mal diese tolle Werbeagentur ja dahin hingehauen hat, dass das einfach nur so Modernitätskamouflage ist. Aber selbst an den Stellen, wo man sagt, jetzt muss doch mal ein Akzent kommen, wo Sattelberger sagte, es gibt die Götterdämmerung des Verbrennungsmotors, und dann kommt Lindner und sagt, Kohleausstieg, nein, danke. Also da kann ich da, und das da geht ja eins in dem anderen. Wir können digitale Instrumente sehr gut einsetzen, um sag mal von der Berufspendlerrepublik Deutschland wegzukommen, um sag mal eine vernetzte Mobilität aufzuziehen. Da habe ich sag mal dann nichts gehört bei der FDP. Also muss man sich die sogenannte Modernitätsfloskel bei Lindner und Co. etwas genauer mal anschauen, ne? Ja, und dann stellst du sehr schnell fest, dass das Bild mit ihm im Unterhemd schon sehr stark in der Realität ist und dass es genau das betrifft, wo er sich eigentlich bewegt. Jogginghose und Unterhemd sind da sehr nah beieinander. König Karl hat dazu mal was losgelassen und hat gesagt, wer in Jogginghose unterwegs ist, der verliert die Organisation seines Lebens. Das gilt auch fürs Unterhemd. Und es zeigt mir einfach, dass Herr Lindner heiße Luft macht. Also das ist nichts anderes, als das früher die FDP schon mit ihren 18% Schuhsohlen gemacht hat. Mit den gelben, du erinnerst dich. Ja. Und mit dem Guido Mobil, da ist man auch so durch die Gegend gefahren und hat gesagt, hey, jetzt wir hier die Unternehmerpartei, wir lassen jetzt was ganz Tolles machen, wir lassen die Krawatte weg. Was man vergessen hat, ist, dass Krawatte nichts mit Kompetenz zu tun hat, auch wenn es mit K anfängt. Und da verliert man sich gerade. Und das Schlimme ist für mich, ganz ehrlich, bei vielen Freunden, die in der FDP unterwegs sind und wo ich mich frage, was da gerade in den Köpfen vorgeht, das ist eine Splitterpartei und die macht im Augenblick sehr viel selbst zu positionieren. Und Herr Lindner hat sich mit seiner, die auch in der Partei hat, eine Alleinstellung gesichert und das Vorrecht gesichert, dass er mit dieser Partei alles machen kann. Das ist mein Eindruck. Und wir sprechen nur über Partei, wir sprechen nicht über Verantwortung, wir sprechen nicht über Bundespolitik, wir sprechen nicht über Miteinander, wir sprechen nicht über gesellschaftliche Entwicklung oder die Verantwortung unserer Gesellschaft gegenüber der Überwachung und Kontrolle von Digitalisierung. Und was wollen wir daraus entwickeln? Was passiert denn mit den ganzen Menschen, denen wir im Augenblick erzählen, ja, da gehen zwar jetzt Arbeitsplätze verloren, und da kommen neue, aber wir müssen den Menschen ja dann auch langsam mal sagen, ja, aber in diesem Modell ist das Problem, dass wir euch da alle nicht mitnehmen können, sondern wir müssen uns überlegen, wie gehen wir mit Arbeit 4.0, wie gehen wir mit Steuern 4.0 und allen anderen Dingen um. Diese Fragen stehen an und sie nimmt keiner in den Mund und keiner befasst sich damit. Und die FDP macht so eine Schmierenkomödie. Das ist eigentlich wieder, was da passiert. Naja, und du sagst, die Grünen haben sich verbogen. Ich würde mal sagen, in einer Demokratie oder so, wie das Grundgesetz auch konzipiert ist, geht es natürlich auch, wie Helmut Schmidt immer sagte, um auch die Politik der kleinen Schritte. Ich glaube, es ist auch ein falsches Demokratieverständnis, wenn man zum Beispiel auch Popper und die offene Gesellschaft liest. Das ist immer so, da kommt einer und dann machen wir, der weiß alles und dann machen wir Tabula Rasa und dann wird alles besser. Ja, also das ist quasi jetzt zur Zeit der Habitus von Lindner. Das sieht, sag mal, aber unsere Verfassung und unsere politische Ordnung gar nicht vor, weil sie genau vor diesen Politikern die Barrieren setzt, diese Tabula Rasa-Denker aus der Erfahrung der Weimarer Republik. Und dass so ein Koalitionsvertrag ja wirklich nur so das Grundgerüst der Regierungspolitik ist, die muss ja dann erstmal mit Leben, mit Gesetzen, mit Verwaltungshandeln gefüllt werden. Der Koalitionsvertrag selber sagt ja erstmal gar nichts. Nein, aber es ging ja einfach nur darum, dass man sagt, also für mich ist es so, dass ich gesagt habe, hat ein Teil der Parteien erkannt, sie haben eine Verantwortung gegenüber dem Wähler. Und sie müssen sich zwangsläufig auseinander zubewegen, weil Politik irgendwo immer Kompromiss und Dialog ist.
Und Dialog heißt Austausch und Dialog heißt dann auch auf Augenhöhe miteinander umgehen. Und wenn man dann nach 4 Wochen auseinandergeht und wie die FDP dann sagt, na ja, wir sind uns alle nicht wohlgesonnen und man mag uns nicht und hier bilden sich auch keine Freundschaften und das können wir uns nicht vorstellen, da muss man sagen, okay, dann ist die FDP auch nicht in der Lage, einen Regierungsauftrag in irgendeiner Form zu erfüllen. Da muss man sich fragen, welchen Auftrag sie überhaupt erfüllen. Vor allen Dingen geht es ja auch um Rollenwechsel, ne? Also in dem Moment geht man in die Rolle der Exekutive und die Exekutive muss dann, hat eine überparteiliche Aufgabe. Ja? So, genau das. Also im Prinzip, was wo man jetzt sagen muss, Chapeau, Hut ab, der sagt, ich ermahne auch meine eigenen Genossen, verdammt nochmal, sich zu bewegen und Gedanken zu machen, wo ich sagen muss, wirklich Hut ab, finde ich klasse, ist seine Aufgabe, macht er hervorragend und ist genau die richtige Richtung. Und wenn wir überhaupt nochmal vernünftige Wahlen erleben wollen in diesem Land, dann sind alle Politiker aufgefordert, alle 709, die da jetzt gerade sitzen, 709 Menschen im Bundestag, unglaublich, sind also aufgefordert, wirklich Verantwortungsgefühl zu entwickeln und Verantwortung zu übernehmen. Und das heißt, für die Parteien, die da zusammensitzen, ob das Jamaika, Kenia oder was wir uns noch für tolle Bezeichnungen da einfallen lassen, die sollen verdammt nochmal eine Regierung bilden und anfangen. Wir sind in einer Situation auf dieser Welt, die es echt nicht hergibt, dass sich Deutschland nochmal 3 Monate Zeit lässt, um Befindlichkeiten zu besprechen. Ja, und selbst wenn es jetzt wieder zu einer schwarz-roten Koalition käme, ist es ja keine große Koalition mehr, denn die vereinen da dann irgendwie 55%. Und das war, sagen wir mal so, in den Jahren der Bundesrepublik Deutschland eigentlich immer so, ja, doch ein relativ knappes Ergebnis. Also wenn du dich mal, ne? Also es ist keine große Koalition mehr. Aber jetzt kommen auch einige Fragen von Werner Stolz beispielsweise. Ohne bessere Digitalinfrastruktur ist aber auch alles andere wenig. Insoweit waren doch in der Jamaika-Sondierung schon ganz gute Ansätze nach vorne gebracht worden oder nicht? Eher oder nicht, wir sprechen Gunnar seit gefühlt jetzt seit gefühlt 6, 8 Jahren von dem Thema, dass wir Digitalisierung bundesweit flächendeckend über die Netze in Bewegung bringen müssen. Und da muss man sich dann fragen, ja, da ist etwas passiert, vieles nicht passiert, aber wir müssen doch jetzt mal weg von der Leitungsdiskussion. Wir müssen doch jetzt mal zur Umsetzung von Konzepten kommen. Das heißt, wie wollen wir denn politisch das Ganze unterstützen, dass wir zum Beispiel im Bildungsbereich in die Schulen das Thema Digitalisierung so reintragen, dass wir wirklich zu Ergebnissen kommen. Andere Länder laufen uns da weg. Da gibt es überhaupt gar keine Konzepte und keine Ansätze. Na gut, da hat das Bundeswirtschaftsministerium ja, sag mal, auf dem Digitalgipfel, der heißt ja nicht mehr IT-Gipfel, was auch richtig ist, weil Digitalisierung ist mehr als IT, ja dieses Projekt Calliope in Gang gesetzt. Aber da merkst du dann schon wieder dann auch die Schwäche der föderalen Struktur, was allerdings dann bei den Ländern jetzt nicht irgendwie eine Ausrede sein könnte, denn jeder Bildungsminister in den Ländern könnte den Ball ja aufnehmen und dann ausräumen. So etwas dann dezentral politisch zu organisieren, wäre ja auch nicht schlecht. Ich meine, wir sind eben nicht Großbritannien, wo ein ähnliches Projekt dann eben vom Ministerium gestartet und wirklich in allen Schulen etabliert wurde. Da tun wir uns nochmal schwer, ja. Aber es kann trotzdem keine Ausrede sein. Eine Bundesregierung, die federführend die Richtung vorzugeben und vorzuschlagen und Mittel bereitzustellen. Also das ist für mich wichtig, dass das natürlich in den Ländern einzeln umgesetzt wird. Okay, das ist so, das kann man manchmal positiv oder negativ finden, aber da muss der generelle Impuls in Weichen gestellt werden und da muss der Bund die Gelder bereitstellen. Deutschland hat noch nie so viel Steuereinnahmen gehabt wie in den vergangenen Jahren. Also wir hätten allemal die Möglichkeiten, Digitalisierung breit durch alle Schichten nach vorne zu treiben und durch alle Schulformen und in alle Bereiche zu bringen. Und wir diskutieren darüber, ob WLAN in der Schule erlaubt ist und ob Handys abgegeben werden. Und dann guckst du in Schulbüchereien, wo Hani und Nani noch im Regal stehen und da passiert nichts. Und gleichzeitig wird darüber diskutiert, ob andere Dinge in einer Stadt gemacht werden müssen. Wir fangen schon wieder am falschen Ende an. Wir müssen anfangen, die jungen Menschen mitzunehmen. Ja, vor allen Dingen das Projekt, beispielsweise Calliope, ist insofern ja ganz interessant, weil es einmal auch netzunabhängig genutzt werden kann, also offline genutzt werden kann, wo man wirklich ans Coden herangeführt wird. Aber wo es auch gar nicht darum geht, jetzt irgendwie tiefgehende Informatikkenntnisse zu vermitteln, sondern dass man, sag mal, das auch als Querschnittsthema in allen Unterrichtsfächern einsetzen kann, ne? Also Gesche Joost hat das ja, sag mal, in einem Zeitinterview jetzt nochmal
nochmal dargelegt, ne? Also vom Deutschunterricht bis hin zu Sport, Musik, ist dieses Ding einsetzbar. Und das hat der Peter Kusterer dann noch ergänzt bei der beim Watson Summit in Luzern, der ja da involviert ist bei der Robotik-Olympiade, ja, dass er sagte, damit bekomme ich aber auch ein Bewusstsein, kritischer mit den Themen umzugehen und mal wirklich auch unter die Motorhaube schauen zu können, um überhaupt digitale Systeme beurteilen zu können. Richtig. Ja, weil du ja gesagt hattest, wir müssen natürlich auch an den Kompetenzen arbeiten. Was passiert jetzt mit Industrie 4.0? Was bewirkt KI und die Automatisierung, Speed Factories und. Da muss man doch eigentlich jetzt schon in den Grundschulen anfangen. Ja, wenn man diese Kohorten sich anschaut, ja, die werden wahrscheinlich dann betroffen sein von der richtig großen Welle der Automatisierung und auch der künstlichen Intelligenz. Also insofern ist es doch wichtig, ja, jetzt in den Grundschulen anzufangen. Wir brauchen ja noch 15 Jahre, bis die da durch sind, oder auch gerne 20. Und wir müssen das Ganze ja auch noch durch sämtliche Gremien genehmigen lassen, also 25. Und dann müssen wir uns also überlegen, wir haben ja immer noch das Problem, Thema Medienkompetenz in die Bildung reinkriegen. Also das heißt, wir haben ja so viele Baustellen, an denen wir aufsetzen. Also da wird gesagt, wir müssen programmieren lernen in den Schulen. Ja, aber wir fangen ja noch nicht mal mit Medienkompetenz an. Ja, ja. Wie nehmen wir die Eltern mit? Ich bin Baujahr 64. Ich habe so einen tollen Abi-Abschlusskreis, mit dem ich mich treffe, die mich immer ganz komisch angucken, wenn ich denen erzähle, was ich mit Digitales zu tun habe, und die dann immer so nach dem Motto gucken: Naja, so ganz normal ist der auch nicht mehr. Das ist ja alles Teufelszeug. Und warum macht er das? Und wo man aber, wenn man sich darüber unterhält und aufklären kann und mitnehmen kann und motivieren kann, und das müssen wir. Und dafür brauchen wir politische Unterstützung. Und wie gesagt, ich erlebe im Augenblick, es wird nur über Parteibefindlichkeiten diskutiert. Mhm. Und Digitales findet überhaupt nicht statt. Und wenn ich mich umdrehe und in andere Länder schaue, politische Dinge für unsere Verhältnisse. Und wir gucken immer nur und sagen, ja, wir werden das dann schon mit deutschem Ingenieurtum und deutschen Tugenden, Fleiß, Pünktlichkeit, anderen Sachen erreichen. Nein, und das werden wir nicht. Und langsam kriegt man Angst. Ich bin alles andere als ein negativer Mensch, aber das fängt langsam so an. Also wir werden jetzt geflutet mit Fragen. Wir versuchen das abzuarbeiten. Okay. Werner Stolz fragt noch was nach zu Arbeit 4.0. Das werden wir vielleicht mal noch ans Ende stellen, weil dann auch noch jetzt Fragen zur Bildung kommen. Thomas Riedel fragt, was bedeutet Digitalisierung denn in Bezug auf Bildung? Naja, das heißt zunächst einmal, dass, also aus meiner Sicht, dass wir alle Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, um Bildung interessant und erlebbar zu machen. Also wenn ich heute sehe, dass es immer noch in Schulen einen Kassettenrekorder, Entschuldigung, einen DVD-Player mit Radioteil gibt, und das ist das Medienzentrum in der Klasse, dann muss ich mich fragen, was da los ist. Wenn es heute nicht möglich ist, in eine Klasse einen Beamer zu hängen, einen WLAN-Anschluss zu schaffen und jungen Menschen Leben erlebbar zu machen, indem ich eben die Möglichkeiten von Bewegtbild und anderen Möglichkeiten nutze. Wir machen gerade ein tolles Startup mit AR und VR, wo wir unterwegs sind. Also wo ich sage, dieses Zeug kriege ich ja gar nicht in die Schulen rein, weil die überhaupt nicht wissen, was passiert. Ich muss also Digitales nutzen, um Wissen spannend zu vermitteln. Mhm. Und da geht es mir nicht darum, dass ich sage, oh ja, die kriegen jetzt alle ein Handy, um da rumzutippen, oder ein Tablet, um da drauf rumzureiten, sondern es geht einfach darum, die Möglichkeiten, die wir heute haben, um Wissen spannend und interessant zu vermitteln. Die müssen in die Schulen rein. Es darf nicht sein, wenn die jungen Leute in Unternehmen kommen, dass die dich angucken, und das ist immer meine Sorge, willst du mit denen später arbeiten, wenn es für die nicht selbstverständlich ist, mit Medien umzugehen? Na, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, und ich habe ja sehr viel ich bin sehr aktiv in der Jugendarbeit gewesen, mache immer noch einige Projekte. Eine Erfahrung ist, das bestätigte auch der Peter Kusterer von dieser Robotik-Olympiade, die ja sich an 8- bis 18-Jährige richtet. In dem Moment, wo du in dem Unterricht den Laptop aufklappst, ne, oder irgendwas mit dem Smartphone oder irgendwas mit digitaler Technik machst, beispielsweise auch mit so einem Gerät wie Calliope Mini, hast du die
hast du die Mädchen und Jungs auf deiner Seite? Also ich habe viele Projekte gemacht mit Schülerinnen und Schülern der unterschiedlichsten Altersklassen. Du kriegst die quasi eigentlich gar nicht mehr weg von diesen Projekten. Ja, beispielsweise selbst in meinem Fußballverein bei den 15- bis 16-Jährigen, ich habe ja B-Jugend und C-Jugend-Mannschaften trainiert, wo ich dann angefangen habe, beispielsweise die Schussgeschwindigkeit zu messen, ja? Und so Sachen zu sagen. Und wenn du das dann statistisch digital auswertest, etc., wenn du mit Sensorik arbeitest, etc., du kriegst die Schüler gar nicht mehr weg von den Projekten. Ja, also das ist eine Erfahrung. Ja, wobei, wie gesagt, du musst also auch überlegen, wann ist der richtige Zeitpunkt, Digitalisierung einzusetzen und wann gibt es Arbeit, die digital stattfindet oder digital gestützt ist, und was ist auch noch vollkommen analog. Das ist ja alles richtig, dass man das aufteilen muss. Bloß wir müssen uns Gedanken machen. Es kann nicht sein, dass Lehrergewerkschaften generell verweigern, nur weil sie meinen, sie müssen die letzten 10 Jahre noch aussitzen. Genau. Das ist das Problem, was wir haben. Es kann nicht sein, dass Studenten in Hochschulen über digitale Veränderungen mehr wissen als ihre Professoren. Aufgemerkt, da kommt die Welle gerade von hinten und ihr seid schon dahinter. Das ist das Problem, was ich habe. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir es vernünftig, sinnvoll integrieren. Wir diskutieren nicht darüber, was das wertfrei, was das richtige Alter ist, um an Digitalisierung heranzuführen. Wir vergeben keine Aufträge, um zu entwickeln vom Kindergarten oder in der Grundschule. Wir schnappen uns nicht die Eltern und bieten kostenfreie Kurse an, wo wir Medienkompetenz vermitteln. All das müssen wir tun. Das hat nichts mit Kabel zu tun, das hat nichts mit totalem digitalen Terror zu tun, sondern einfach vom Mitnehmen von Menschen. Das ist die Aufgabe, auch im Bildungsbereich. Und das vernachlässigen wir. All das muss man ganz klar sagen, was jetzt sagen wir, an Projekten kommt. Ob das hier in Bonn ist, mit Jugendlichen zu arbeiten, um das Bloggen nahezubringen. Ja, also dass man da entsprechende Formate aufbaut und Jugendliche ranführt ans Bloggen. Bis hin zu einem Projekt wie Calliope Mini. Das sind alles private Initiativen. Ja, das da ist kommt das Erschreckende. Nichts vom Staat, da kommt auch nichts von Lehrerverbänden oder Gewerkschaften, und da kommt nichts von den Aufsichtsbehörden im Schulwesen, von Bildungsdezernenten oder. Gar nichts. Null. Eine Lanze muss ich brechen, zumindest hier in NRW, dass die Polizei zumindest unterwegs ist und mit ihren Cybercops und anderen Dingen zumindest, und das finde ich toll, unterwegs ist und zumindest Kinder in die Situation bringt, dass sie zumindest zur Grundlage lernen, wo es gefährlich wird. Aber das ist das Einzige, wo ich sage, da passiert was von behördlicher Seite. Ansonsten gebe ich dir recht, ist da sehr wenig. Aber du hast noch andere Fragen. Ja, aber was bedeutet Digitalisierung in Bezug auf Bildung? Beispielsweise kann ich noch ein Beispiel bringen. So profane Sachen wie Schülerzeitung digital. Ja, also das Projekt habe ich mal aufgesetzt. Da war ich Chef der Unternehmenskommunikation bei Otello. Das war 1998, Thomas. Und da haben wir dann in Wochen Camps mit Schülern der Sekundärstufe 2 genau dieses Projekt gemacht. Also Schülerzeitung nicht mehr Print, das war 1998, sondern digital. Und auch da, das war quasi so ein Wochenende an irgendeiner Jugendherberge, kennen wir ja alle, ne, wie das so abgeht, mit Tischtennisplatte im Keller und so. Die sind quasi aus den Räumen gar nicht mehr rausgegangen. Die haben teilweise reingearbeitet bis in die Nacht, 3 Uhr, 4 Uhr morgens, um dann quasi nach dem Wochenende diese Online-Zeitungen fertig zu haben. Ja, also auch da kannst du eine Menge machen. Ne? Richtig. Dann sagt Klaus, in Deutschland herrscht finanzieller Fundamentalismus, die Hand aufs Portemonnaie vor Bildung und Infrastruktur. Ja, da hat er ja nicht ganz Unrecht. Also ich muss dazu sagen, ich bin ja so ein Kinderloser. Ich habe eine ganz tolle Nichte. Ich bin da schon der Meinung, wir tun uns bei allem, was wir machen, das sind ja so Kosmetikdinge. 2 Euro mehr fürs Kindergeld und 1 Euro mehr. Wir müssten längst hergehen und hätten längst sagen müssen, naja, wir müssen das Thema Bildung, aber das sage ich seit Jahren, das Thema Bildung vom Kindergarten bis zum Studienabschluss komplett kostenfrei machen. Und wir müssen dann auch mal überlegen in diesem Land, ob es richtig ist, dass
Gutes, gut verdienen und verdienen und besser verdienen. Ich ziehe jetzt sehr viel Zorn auf mich, tue ich sehr gerne, dann auch mal sagen, ja, dann müsst ihr vielleicht den Kindergarten ganz selbst bezahlen. Aber die normale Situation wäre für mich, lasst den ganzen Quatsch mit Kindergeld wie sonst was alles sein, ermögliche jedem Kind in diesem Land die Bildung komplett frei. Und wenn du gerade dabei bist, dann schicke sie auch noch mit den ganzen Jugendreisenetzwerken, die es gibt, im Sommer 3 Wochen kostenfrei in den Urlaub. All das könnten wir uns erlauben und das könnten wir uns für alle Kinder erlauben, wenn wir bereit wären, endlich mal wieder gemeinschaftlich zu denken. Ja, das ist so. Dann kommt von Thomas noch der Einwurf. In Köln gab es letztes Wochenende das digitale Bildungscamp in Köln. Ja, Thomas, haben wir ja gerade gesagt, es gibt viele Initiativen, in Köln. In Bonn gab es auch ein entsprechendes Barcamp oder Jugendcamp, ne, um, sag mal, die Digitalthemen zu vermitteln. Aber das ist ja das, was wir gerade angesprochen haben. Es gibt viele private Initiativen, aber im öffentlichen Sektor dann eben eher wenig. Und das gilt nicht nur für Schulen, sondern das gilt auch für Hochschulen. Und wenn dort beispielsweise bei letzterem Akzente kommen, jetzt will ich ein bisschen Eigenwerbung machen, sind es meistens private Hochschulen. Auch da sind wir wieder dann im privaten Sektor. Wenn du dir zum Beispiel die Preview zur Next Economy Open anguckst, wo wir mit den Studierenden dann eine Live-Sendung zu total politischen Themen gemacht haben. Ja, also das war wirklich eine interessante Geschichte. Aber das läuft dann da auch wieder im privaten Umfeld. Joachim Hummel, im Alter von 10 Jahren habe ich mit meinem Vater mein erstes UKW-Radio gebaut. Guter Papa. Das war 1972 und mich hat bis heute die Technik nicht mehr losgelassen. Genau, Kinder müssen abgeholt werden. Im Übrigen, Klammer auf, mein Mathelehrer hat Mitte der 70er Informatikunterricht angeboten, Klammer zu, und hat einen Großrechner von IBM bekommen, so quasi einen ausrangierten, und dann haben wir einen kompletten Klassenraum mit diesem Großcomputer gehabt, wo man noch mit Lochkarten arbeiten musste. Und das bestätigen auch viele, die in den Privatinitiativen mitmischen. Es sind meistens Mathelehrer, die das dann mal in ihrer Freizeit machen. Ja, wenn was passiert, dann sind es meistens Mathelehrer, die so irgendwie dann das auf eigene Rechnung machen. Leider eben aber nicht von der Schulleitung oder von den Dezernenten. Da haben wir noch mit D-Mark bezahlt. Ja, 1920. Ja, ich weiß, Grüße an Joachim, der ja auch mit Raspberry Pi unterwegs ist und sein Wissen wirklich in allen möglichen Kanälen unglaublich teilt, was ich klasse finde. Wir haben uns auf eurem Streamcamp kennengelernt in München vor ein paar Jahren. Stimmt. Ja, so klein ist die Welt. Ich finde das klasse. Aber wie gesagt, es ist so, es ist immer private Initiative, die dahinter liegt. Und ich weiß aber auf der anderen Seite, wir hatten hier in Nordrhein-Westfalen mit Christina Kampmann eine unglaublich engagierte Ministerin in dem Bereich, wie hart es ist und wie schwer die Balken zu bohren sind, um Veränderungen auf den Weg zu bringen. Und das muss man auch sehen. Und da muss man auch eine Lanze bringen. Es gibt schon den ein oder anderen Politiker, der da sehr engagiert ist, aber der dann, glaube ich, auch verzweifelt, ob dem, was da passiert oder was da eben dann nicht passiert wird und ausgesessen wird. Aber wie gesagt, was mich ärgert, ist, dass Bildungsverbände wie Lehrerverbände und Organisationen sich komplett der Zukunft verweigern. Das müsste eigentlich unter Strafe gestellt. Dann kommen wir nochmal, verlassen wir den Bildungssektor, kommen jetzt nochmal auf die Arbeitsmarktpolitik und dann vielleicht auf das, was Werner Stolz hier gefragt hat. Heißt das, wie kann Arbeit 4.0 flexibel und sicher gestaltet werden? Naja, sagen wir mal, bei der Flexibilisierung muss ein bisschen aufpassen, dann ist man dann schon wieder in diesem FDP-neoliberalistischen Jargon. Man muss auch schon mal aufpassen, dass die Flexibilität nicht dazu führen kann, dass wir quasi eine Entsolidarisierung der Gesellschaft betreiben. Ne? Also Flexibilisierung, da werde ich immer ein bisschen nervös. Was heißt das? Ja? Sollen wir eine reine Freelancer-Ökonomie werden oder müssen wir uns... Du hast ja vom Arbeitgeberverband die Flexibilisierung hast du ja mitgekriegt. Da ging es ja jetzt darum, dass wir also die Ruhezeiten verkürzen von 12 Stunden auf 11 Stunden und dass wir die Wochenarbeitszeit, also ganz komisch, dass wir gesagt haben, wir wollen also nicht viel verändern, aber die Leute müssen flexibler sein. Es geht nicht darum, 8 Stunden am Tag zu arbeiten, sondern wir müssen das lediglich ein bisschen verändern. Die Leute müssen eine Wochenarbeitszeit haben. Was dann spannend war bei der Wochenarbeitszeit, ist, dass die von 40 dann schlagartig auf 48 gestiegen ist, wo ich mich herzlich für bedanke.
wo man dann sagen muss, nein, so geht es nicht. Und das ist eben nicht Arbeit 4.0. Arbeit 4.0 ist, und das ist das, wo das fängt ja schon an, ich habe das gerade in einem Vortrag bei OWL Maschinenbau vorgestern gesagt, allein der Begriff HR mit Human Resources und die Menschen nach wie vor als einen betriebswirtschaftlichen Faktor zu betrachten, ist eine Frechheit 2017. Und wenn es uns nicht gelingt, endlich zu begreifen, dass wir es mit Menschen zu tun haben. Und wenn es uns nicht gelingt, dass wir begreifen, dass wir alle Menschen mitnehmen müssen in diesem Prozess, dann haben wir sowieso Probleme ohne Ende und dann können wir unseren ganzen Digitalisierungsquatsch und unsere gesamte weitere Internet of Things und sonst was Geseierei komplett vergessen, weil wir einfach viel zu starke Widerstände entwickeln werden. Es muss uns gelingen, mit Arbeit 4.0 Menschen wieder richtig einzubinden, Menschen ihren Interessen entsprechend einzubinden. Und wir haben ja die einmalige Chance, das ist für mich das, was ich in vielen Projekten im Arbeit 4.0 Bereich sehe, dass wir Neigungen berücksichtigen, wirklich anders einbinden können, dass wir Stress und Belastung abbauen können. All das haben wir an Möglichkeiten auf dem Tisch liegen. Wir müssen es bloß nutzen und das muss politisch umgesetzt werden. Arbeit 4.0 heißt nicht, wie kann ich jetzt den Menschen denn noch mehr an die Maschine ketten und da, wo die Maschine nicht kann, da muss ein Mensch dazwischen. Das ist die falsche Interpretation von Arbeit 4.0. Ja, und da muss man ja immer genau auch unterscheiden, in welchen Bereichen sind wir unterwegs. Wir werden natürlich in Sektoren der Industrie, zum Beispiel der Intralogistik, werden wir natürlich große Verwerfungen erleben. Das ist eine Sache, da braucht man gar nicht sozialpolitisch daherreden. Wenn ich anstelle von Zalando wäre und schaffe dann über Robotik quasi ein menschenleeres Lager, was dann mal die Güter von A nach B bringt, dann wird das so kommen. Ja, das können wir gut oder schlecht finden. Mein Sohn macht da ja ein duales Studium. Wenn man sich aber die Arbeitsplätze anschaut, unter welchen Bedingungen die teilweise in der Intralogistik arbeiten müssen, und das gilt nicht nur für Zalando, das gilt auch für Unternehmen wie Amazon, dann kann man wirklich auch sagen, gut, dass diese Arbeitsplätze wegfallen. Ja. No? Aber wir bringen in unserem Bildungssystem den Menschen bei, dass Arbeit wichtig ist. Arbeit ist eine Auszeichnung, sozialen Status, Arbeit sichert Anerkennung. Und wir müssen dann dahin kommen, dass wir sagen, wir müssen Arbeit anders definieren. Wir müssen unsere Gesellschaft komplett umkrempeln. Absolut. Und damit fangen wir überhaupt nicht an. Wir tun immer noch so, als wäre das dann so, naja, dann wird der Gärtner, wird morgen und der Logistikmitarbeiter, der wird dann Fahrer, nee, geht auch nicht. Die LKWs fahren auch alleine. Ah, dann wird der Taxifahrer, nee, die fahren auch alleine. Also was mache ich denn jetzt mit dem? Mal gucken, was der fahren kann. Und genau das ist der falsche Ansatz. Ja, aber das, was du am Anfang gesagt hast, ist Verabschiedung von der Käfighaltung in den Ballungszentren. Das wäre ja genau das, was man mit Arbeiten 4.0 realisieren könnte. Dass wir, sagen wir mal, Arbeit wieder dichter ans Leben, ans Wohnen heranziehen. Also das, was wir vielleicht zur Jahrhundertwende schon mal hatten, vor allen Dingen beispielsweise in Berlin, dass du, sag mal, diese Unterscheidung, diese funktionalistische Unterscheidung zwischen Arbeiten und Leben, ja, dass man diese Trennung aufhebt und wieder stärker zusammenführt und dann wirklich dezentral organisiert. Das könntest du mit digitalen Werkzeugen machen. Du könntest natürlich auch mit digitalen Werkzeugen das genaue Gegenteil machen, den Leuten wirklich noch den Nasenring reinzuziehen und sie noch enger zu führen. Weil das Tracken über digitale Systeme natürlich perfekter läuft als zu analogen Zeiten. Ne? Also ja, die Gefahr besteht ja auch. Ne? Ja, aber ich glaube, wir sind in der Verantwortung und das ist die Aufgabe der nächsten 10 Jahre, Digitalisierung in Gesellschaft mit einzubinden. Und das kann nur über soziale Verantwortung geschehen. Und das kann nur darüber geschehen, dass wir sagen, wir müssen uns längst Gedanken darüber machen, wie wir Robotik besteuern, wie wir Bots besteuern. Weil die Bots müssen letztendlich dafür sorgen, dass die Gemeinden dann noch Zuweisungen aus der Einkommensteuer der Bots bekommen. Sonst haben wir dann ein echtes Loch. Da machen sich die wenigsten im Augenblick Gedanken drüber. Und wir müssen uns überlegen, wie kriegen wir das wirklich human hin? Also es kann nicht sein, dass Digitalisierung dazu führt, dass unser System und unsere Gesellschaft immer unmenschlicher wird. Genau da sind wir, genau an diesem Punkt müssen wir handeln. Und das ist für mich das Unerklärliche. Und da bin ich wieder am Anfang, dass im Augenblick Parteien sich mit sich selber beschäftigen und wir andere Themen haben, die wesentlich wichtiger und wirklich elementarer Bedeutung für unsere Gesellschaft sind. Ja, da hast du ja einen wichtigen Punkt angesprochen. Das habe ich schon vor Ewigkeiten mal gesagt. Entlastet den Faktor Arbeit von vielen, vielen
Abgaben, die da nicht hingehören. Richtig. Und von vielen Sozialversicherungsbeiträgen, die man zahlen muss, wo die Hälfte der Arbeitgeber, die Hälfte der Arbeitnehmer zahlt. Aber diese Logiken, die dahinter stehen, belasten halt einfach den Faktor Arbeit zu stark. Und Richtig. da muss man, wie du sagst, entweder über Maschinensteuer oder Botssteuer, finde ich sehr sympathisch, dann nachdenken. Vor allen Dingen muss man jetzt darüber nachdenken. Und auch die, die so mal bedingungsloses Grundeinkommen fordern, die dürfen nicht unterschätzen, dass wir einen Bestandsschutz für die Vergangenheit haben. Ein Gesetz darf nie rückwirkend sich auswirken, sondern darf immer nur in die Zukunft wirken. Das heißt, also Richtig. all die, die jetzt in die Sozialversicherung eingezahlt haben, auch im Umlageverfahren beispielsweise in der Rente, in der Rentenversicherung, dürfen nicht abgestraft werden, sondern da gibt es, und da gibt es Verfassungsgerichtsurteile drüber, gibt es einen Bestandsschutz. Also solltet ihr euch mal überlegen, wie die Kohorten, die jetzt kommen, ja, wie dann entsprechend der Umbau dieses Systems wirklich umgesetzt werden sollte gesetzlich. Das ist gar nicht so einfach. Ja, und das ist die nächste, also das hängt ja direkt am Digitalen dran. Das Absolut. heißt, wenn wir in Zukunft digitale Wertschöpfung haben und wenn wir uns auch vielleicht mal auf lange Frist, dass gleichwert ist wie Kapital, also was ja im Augenblick das große Problem für mich in unserer Gesellschaft ist, dass Kapital weniger besteuert wird als Arbeit und Kapital dadurch sich stärker vermehrt, als du es mit Arbeit jemals schaffen kannst und damit du von vornherein schon vielen Menschen einfach die Möglichkeit nimmst, überhaupt irgendetwas zu bewegen, wo sie sagen, da schaffe ich noch etwas, dann müssen wir uns Gedanken machen, dass da der Umbruch stattfinden muss und das Digitale ist da der Anschub und das Gesellschaftliche muss folgen, aber weil wir haben lange Laufzeiten. Und wir müssen dann auch noch alle Menschen mitnehmen und dann muss man gucken, wo die Reise hingeht. Und wie gesagt, das, was im Augenblick passiert, um da zur Eingangsfrage zurückzukommen, ich finde es im Augenblick gesellschaftlich verwerflich, dass sich Politiker und Parteien, sie haben den Auftrag bekommen, im September zu regieren. Es ist an der Zeit anzufangen. Also ich weiß, dass die öffentliche Hand immer etwas länger braucht, das ist normal. Aber jetzt ehrlich, jetzt ist doch gut, oder? Es ist A, es ist gut und B, ist es ja auch immer noch so, es gibt immer noch genügend Geistkapital in Deutschland, um solche Sachen vorzudenken. Ich weiß, ich habe studiert bei Professor Schmehl, der war damals Vorsitzender des Sozialpolitischen Beirats der Bundesregierung, ist ungefähr so ein Pendant zu dem Rat der Weisen, ne, in der Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Und da ist, sag mal, so in großen Linien vorgedacht worden. Und das musst du, sag mal, bei diesen Themen auch machen. Das sind keine Themen für 4 Jahre, sondern Nein. das sind Themen von mehreren Kohorten, ja. Also Richtig. die jetzt quasi in die Schule gehen und dann irgendwann in 50 Jahren dann Rente bekommen, das muss jetzt schon vorgedacht werden, ne? Und da tun sich manche, die so sagen, ganz schnell sagen, ja, bedingungsloses Grundeinkommen, sage ich, okay, was heißt das aber und wo ist dein Gesetzentwurf dazu? Ja, und dann kommt nichts, ne? Ja, das ist ja nicht meine Aufgabe. Doch, das ist unser aller Genau. Aufgabe. Genau. Ja, und dann auch mit den realistischen Werten, weil ein Bedingungslos hilft keinem weiter. Ja, klar. Das ist in Berlin ja noch nicht mal die Miete, ne? Also von daher für den Käfig. Also von daher müssen wir uns auch überlegen, oder schicken wir die Alten alle aufs Land? Ist ja auch durchaus eine Variante. Nein, aber ich glaube, da muss sich eine Menge tun. Und wie gesagt, es ist einfach so, Politik muss auf die Füße kommen und muss sich jetzt bewegen und muss aufhören, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Dann schließen wir mal die Diskussion ab. Sollte es denn ein Digitalministerium geben? Das brauchen wir noch gar nicht. Also wir sollten erstmal gucken, dass wir die kompetenten Leute auf den Weg bringen für das Digitalministerium, weil ich kenne sehr viel digital kompetente Köpfe, aber die sind alle nicht verbeamtet. Ich will der Beamten nicht wehtun, aber vielleicht kenne ich zu wenig Beamte, die digital unterwegs sind. Ich kenne mehr digitale Köpfe, privaten Unternehmensbereich unterwegs sind, die ich mir da vorstellen könnte und die ich mir wünschen würde. Ich glaube aber, dass ein Digitalminister, ich könnte mich ja auch dafür bewerben, das wäre vielleicht, das ist ja jetzt in, Sattelberger macht das ja auch, die zweite Karriere. Wir könnten ja ab 70 gemeinsam sagen, wir machen das Digitalministerium. Der will Das ja ist ja. Bildungsminister werden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und wir könnten ja dann auch gucken, dass wir das umsetzen. Aber ich glaube ganz einfach, das Digitalministerium alleine hilft uns gar nichts. Wenn wir sagen, wir machen ein Digitalministerium und das kriegt einen ordentlichen Zuweis von Mitteln,
dann ist es etwas anderes. Und es ist dann in der Lage, Forschungsaufträge zu vergeben und diese Themen nach vorne zu treiben. Und es hat eine entsprechende Gewichtung in einer neuen Regierung. Dann sind wir auf dem Weg. Das Ministerium alleine. Also das ist auch klar. Das habe ich, glaube ich, in meiner Position auch deutlich gesagt. Wenn man sich da mal die Gründung des Bundesumweltministeriums anschaut, dann muss man es entsprechend auch mit Mitteln ausstatten. Und es ist ja auch klar, dass wenn man ein neues Ministerium gründet und wer sich so ein bisschen mit der Geschichte der Politik in Deutschland auskennt, da gibt es ja immer schon auch Verschiebungen. Ne? Wir hatten dann unterschiedliche, wir hatten mal ein gesamtdeutsches Ministerium, ja, das beschäftigte sich mit der Wiedervereinigung und solchen Fragen. Ich glaube, es gab in der Nachkriegszeit auch noch ein Ministerium für ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber quasi die Flüchtlingsbewegungen zu bewältigen, etc. Ich glaube, ein Flüchtlingsminister oder so, müssen wir nochmal genau schauen, in dem ersten Adenauer-Kabinett. Also, solche Ministerien sind natürlich auch ein Ausdruck der Zeitläufte. Also, richtig. 49 hatten wir andere Themen als heute. Und man muss dann natürlich die entsprechenden Fachbeamten dann rausziehen aus den anderen Ministerien. Und man muss es dann konsequent machen. Da muss es von der Cybersicherheit bis hin zur digitalen Bildungspolitik letzten Endes gebündelt in diesem Ministerium werden. Ne? Und dann stellst du mit mal fest, dass es ein sehr großes Ministerium wäre. Ja, genau. Ja? Genau. Ja. Hoppla, Tellerrand und so, sagt Thomas Schmitz. Kann ich jetzt nichts mit anfangen. Gut, neue Digitalköpfe braucht das Land, nur zu und mit gutem Beispiel vorangehen, fragt Werner Stolz nochmal. Ja, natürlich, wir müssen alle mit gutem Beispiel vorangehen und wir müssen alle, und das ist wichtig und deshalb ist es auch toll, dass viele digitale Köpfe sich an Honorar unterwegs und ich gehe auch da und ich gehe in den Verein, ich gehe in die Vereinigung, ich gehe mal eben an die Volkshochschule oder was weiß ich. Aber das kann doch nicht der Sinn und Zweck sein, dass das das Einzige ist, was wir an Bewegung erleben. Also wir müssen doch irgendwo geordnet, und dafür ist das Thema zu wichtig, wirklich über politische Gremien diese Themen anpacken und nach vorne bringen. Und wie gesagt, wir müssen zurück zu den Sachfragen, aber nur das ist eine Lösung. Und gerade im Digitalen ist das der einzige Weg und die müssen längst auf den Weg gebracht, beantwortet oder zumindest müssen die Fragen gefragt werden. Und selbst das tun wir ja nicht im Augenblick. Thomas Riedel bringt ja nochmal das Beispiel der Code University von Thomas Bachem, auch eine Privatinitiative. Auch wenn dann, wenn alles steht, Stadt und Land gerne ihre Logos draufklatschen. Genau so ist es. Genau so ist es. Ja, danke. Das ist häufig so. Ja, vielleicht nochmal eine klitzekleine Abschlussfrage. Es ist ja hier das Format CIO Kurator Live. Wir richten uns ja nicht nur an klassische CIOs oder IT-Führungskräfte, sondern alles, was da mal rund um CIOs relevant ist an Digitalthemen, greifen wir auf. Hast du Empfehlungen? Was sollten wir, sag mal, für Themen aufgreifen, die wir, sag mal, in den letzten Monaten vielleicht nicht so stark aufgegriffen haben? Das ist schwer. Ich kenne dich ja als eine unglaubliche Themen- und Textmaschine. Hier muss man großes Lob raus, was mich immer wieder platt macht, mit welcher Energie das passiert. Also das ist schwer, da zu sagen, da muss das Thema noch kommen. Ich glaube, was schön wäre, dieses Thema jetzt weiter zu verfolgen. Also zu sagen, jetzt gucken wir mal, was in 4 oder 6 Wochen passiert ist und wie weit wir dann sind. Und dann müsste man eigentlich als nächstes versuchen, wenn sich die neue Regierung gebildet hat, und da wird es ja wieder irgendeinen Minister mit was Digitalem geben, dass man also auch aus diesem Ministerium vielleicht mal eine Aussage zum Thema bekommt und vielleicht auch mal wieder deutlich macht, hey, auch wenn ihr es nicht so direkt spürt, wir sitzen in eurem Nacken und wir möchten euch ganz gerne treiben. Das ist also auch ganz wichtig und man muss diese Themen immer weiter treiben. Aber ich hätte jetzt nicht das Thema, wo ich sage, das fehlt mir oder das ist nicht da. Ich glaube, sagen wir mal, in einer selbstkritischen Beurteilung, man muss bei bestimmten Themen einfach einen längeren Atem haben. Ja, also wenn man jetzt halt so eine Diskussionsserie schaut, ne, Digitalpolitik, wo soll sie sich hin entwickeln, dann muss man einfach am Ball bleiben. Ne? Dann, wie du sagtest, und dann vielleicht zurzeit kriege ich also kaum einen aus diesem politischen Zirkel in diese Live-Gespräche rein, kann ich auch nachvollziehen, dass man natürlich in den 4, 5 Wochen der Verhandlungen da nicht bereit war, vor die Kamera zu gehen. Zurzeit ist es auch schwierig, weil alle mit dem Wundenlecken beschäftigt sind oder mit Terminen beim Bundespräsidenten. Auch das ist klar. Also ich hatte dann den Jörg Müller-Lietzko zwar, ne, der leitet ja das C-Netz bei der Union.
Und ja, andere sind jetzt nochmal aufgefordert. Thomas Sattelberger hatte ich ja das Live-Interview angeboten, hat er dann nicht reagiert. Ich glaube, der ist etwas verschnupft. Aber das werden wir dann Gut, ist ja schon. die Ja, Erkältungsjahreszeit, ist auch natürlich, genau, gut. kann ja mal passieren. So. Also wir werden das im Auge behalten und wie du sagtest, also wenn in 4 bis 6 Wochen dann sich etwas abbildet, dann vielleicht auch eine neue Koalition steht, dann sollte man einfach das weiter begleiten, mit Diskursen und auch mit Anregungen und natürlich auch mit Kritik, das gehört dazu. Und dann einfach das wirklich dauerhaft wirklich zum Thema zu machen. Ja, also ja, da sehe ich mich dann selber auch in der Pflicht. Ja. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, das Thema, das Thema, das Thema. Also Ja. da seid ihr schon so breit und so weit unterwegs und von daher Ja. macht's einen Riesenspaß. Herzlichen Ja, vielen Dank. Dank, und Frank, zum allerletzten Schluss, was sind so deine laufenden Projekte? Ich habe ein total geil, Eigenwerbung, ein total geiles Startup, mit dem ich unterwegs ist. Kein Startup, ist mittlerweile ein richtiges Unternehmen, die sich mit dem Bereichen Augmented und Virtual fassen, was immer mehr greift und was mich als alten Sack immer mehr umtut, was dort für Möglichkeiten sind, wo wir Maschinenwartungen im Holodeck, ich bin ja Generation Enterprise, im Holodeck machen, was ich toll finde. Ich habe im Augenblick wieder die Situation, dass ich mit verschiedenen Netzwerken in OWL arbeiten darf, um das Thema Arbeit 4.0 und Digitalisierung und Social Media nach vorne zu treiben, um da auch die Letzten aufzuwecken und wach zu rütteln. Das ist ein Projekt. Freue mich, dass ich als Ambassador unterwegs sein darf fürs Monitoring Camp, was in München stattfindet, und Monitoring Forum, Entschuldigung, was in München stattfindet. Und dann das Influencer Forum, das erste Mal in München stattfindet am 7.12., wo wirklich das Thema Influencer nach vorne kommt. Und zwar auch unter der Kombination Influencer und Markenbotschaft. Also nicht so sehr die durchtrainierten Sportler, die das 3 Kilo Nutella-Glas in die Kamera halten, sondern wirklich Und also ein die immer bisschen so tiefere posen. Verantwortung. Genau. Ja. Genau. So, also das heißt, da tut sich eine Menge und das sind so die Themen. Ja, und dann bin ich ganz gespannt, wie sich diese Sachen im nächsten Jahr weiterentwickeln rund um Chatbots, was gerade passiert. Wie geht das Thema VR, AR weiter, weil ich immer wieder in Dimensionen komme durch unsere Entwickler, die ich mir vor 2 Monaten noch nicht vorstellen konnte und wo ich jedes Mal wieder, wir haben so einen Testraum, in so einen Testraum komme und jedes Mal wieder so eine Latte vom Kopf kriege und sage, bah, Wahnsinn, was mit Sicherheit der ganz heiße Scheiß sein. Ja, und dann habe ich in diesem Jahr festgestellt, meine Köln-Kontakte sind irgendwo verschwunden. Ich war mehr in Bonn und in Düsseldorf als in Köln. Die Kölner, seitdem die ihr Hub haben, sind die so elitär geworden. Dann natürlich der Kontakt nach Münster. Der ist wieder stärker und der läuft. Das finde ich toll. Ja, und ansonsten freue ich mich, mich auszutauschen. Barcamps und freue mich auf das erste Podcast Barcamp, was stattfindet im März in Essen. Total geil, weil da möchte ich mehr machen. Ja, und dann schauen wir mal, was noch so kommt. Aber da werde ich dann auch kommen. Freue ich mich. Ja, hier Joachim Hummel fragt noch mehr zu deinen Themen. Dann müsst ihr das müsst ihr vielleicht bilateral Ja, gerne. verhandeln. Das Influencer-Thema interessiert ihn. Ich schicke ihm was, sage ihm Ja, das bitte. Das mache ich genau. gleich direkt. Joachim kriegt gleich Infos. Werner Stolz sagt, digitaler Marathonlauf, bleibt dran, auf alle Fälle. Danke, super, finde ich auch gut. Ja, früher bin ich ja auch mal Marathon gelaufen. Lange her. Ich stehe jetzt nicht auf, weil Ja, bei mir ist das auch nicht mehr möglich. Holt mal mehr Nerds mit dazu. Joachim, da hast du recht, aber schau mal auf die Runde, die ich jetzt gemacht habe in der Woche mit zum Thema Serverless. Also wie man Cloud Computing ohne direkte Serveranbindung realisiert und schau dir mal das Interview mit dem Vertreter dort an. Das war also ein super Nerd. Aber du hast recht, solche Leute müssen mehr auch in diese Formate rein. Sehe ich mich in der Pflicht, weil ich das ja selber auch immer fordere, ne? Mehr Nerds in die Chefetage. Also da werden wir uns bemühen, beziehungsweise Aufruf an die Nerds, wenn ihr mit den Gesprächsformaten zufrieden seid und wenn ihr eure Position darlegen wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen, hier mitzumachen. Und ja, dann an der Stelle, Frank, vielen Dank fürs Mitmachen, viel Erfolg für deine gerne. Projekte und wir sehen uns dann spätestens beim
Podcast Camp im März dann. So ist Spätestens, das. ne? Danke. Okay, vielen Dank. Tschüss, tschüss. Tschö. Ciao.